Ja, Peter, auch mitten in der Aufbauarbeit, in der Lockermiese. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du hier ein Musical machst, das Buchsen. Du bist Produzent und natürlich Initiant von dieser ganzen Idee. Es ist jetzt hier alles noch ein bisschen im Dunkeln natürlich. Eben wie gesagt, wir sind bei der Aufbauarbeit. Heute Abend ist Bandprobe. Du sitzt jetzt so relaxed dort. Peter, bist du so relaxed oder bist du ein bisschen angespannt? Nein, ich bin an sich innerlich sehr ruhig, überhaupt nicht angespannt. Also es gibt eine gewisse Anspannung im Verlauf eines so Projekts, wo man die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Sektoren miteinander muss vernetzen. Da gibt es eine gewisse Anspannung, aber grundsätzlich habe ich ein tolles Team, das so eigenständig und selbstständig arbeitet, dass ich viele von diesen Sachen einfach dürfen, vollumfänglich delegieren und an die verschiedenen Teammitglieder abgeben. Und die machen das so brillant und gut, dass ich wirklich mich wie so in einem Lehnstuhl einfach ein bisschen zurücklehnen und sagen, es wird gut. Für mich ist diese Produktion eine Herzensangelegenheit. Und zwar ist sie eine Herzensangelegenheit aus verschiedenen Gründen. Es ist die 10. Musical-Produktion, die wir machen. Es gibt ganz wenige Ortschaften, die eine derige Location zur Verfügung haben, wie die Lockermiese das anbietet. Wo wir aber gekommen sind, war da ein riesiges Durcheinander, eine unheimliche Sauerei eigentlich. Es sind lauter alte Geräte und Zeug drin gestanden. Es ist ein Arbeitslosenprojekt da drin betrieben worden. Und da, darum die sehr vielen Geräte und Sachen, die da drin gestanden sind. Und die erste Hürde war, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, in dieser speziellen Lockermiese-Box Aufführungen zu veranstalten. Das war recht ein beschwerlicher Weg, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Und da mussten schon verschiedenste Partner zusammenarbeiten auf unsere Anfrage her, damit es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt die Lockermiese umnutzen konnten zu einem so einem Kulturlokal, wo in der ursprünglichen Form absolut originalgetreu immer noch da steht, nebst den Einbauten, die man hier gemacht hat. Aber man sieht, dass der rauchgeschwärzte Lockermiese an. Es ist etwas Sensationelles, dass man an einem Originalschauplatz, wie die Lockermiese das bietet, ein Projekt, ein Musical kann aufführen, wo genau Bezug nimmt zu dem Platz. Und endlich einmal wieder eigentlich eine Locke rein, gell, natürlich. Also vorne haben wir so eine Dampflocke und du sitzt jetzt so relaxed in dem Wagen rein. So. Würdest du am liebsten gerade auch mitverreisen, von Paris nach Istanbul? Ich habe noch nie eine Thematik vorgegeben für ein Musical. Damals habe ich gesagt, die Thematik für das nächste Musical muss Orient Express sein, weil ich bin 45 Jahre hier in Buchs daheim war und ich habe in der ursprünglichen Zeit, am Anfang, immer wieder gesehen, wie der Orient Express Halt gemacht hat in der Bahnstation Bux und die Wege vom Orient Express Blue Train ist da aussen gestanden und ich bin an dem vorbeigelaufen x-mal und das ist ja eine von diesen sagenhaften Routen, die der Orient Express genommen hat. Es hat 4 verschiedene Routen vom Orient Express. Eine von diesen Routen ist von Paris über Basel, Buchs, wo der Zug eine ganze Nacht gestanden ist, und dann weiter auf Feldkirch, Wien. Und dort hat man dann müssen umsteigen, weil dort ist der Alberg Orient Express ja dann fertig gewesen. Und dann hat man müssen umsteigen auf die Route, die von München hergekommen ist. Und mit der hätte man dann noch bis auf Istanbul fahren können. Herrgott-Peter, du bist ja eine Nummer, du weißt ja das alles. Du bist jetzt noch ein bisschen im Dunkeln drin. Wir haben das im Moment noch kein Licht, einfach die Kulisse steht. Band ist Proben und so weiter. Beleuchten kann natürlich hergehen. Er möchte da irgendetwas fragen über sein Licht machen. Braucht man im Moment nicht. Wir warten natürlich darauf, oder, bis das Musical in Szene kommt. Wir müssen vielleicht auch sagen, du bist selber ein Musiker. Du bist Dirigent gewesen, bist der Musikschule Werderberg vorgestanden. Du verstehst schon etwas jetzt, Peter, beim 10. Mal. Gibt es von dir auch noch etwas gesehen? Schwingst du noch den Dirigentenstock? Machst du noch irgendetwas? Nein, das ist absolut nicht mehr der Fall.
Ich leite jetzt das Projekt und wenn ich jetzt erlebe, wie aufwendig also es ist, ein ganzes Projekt in dieser Grössenordnung durchzuführen, dann muss ich sagen, es liegt einfach nicht drin, dass man sich einem anderen Bereich noch widmet. Ich habe mich irgendwann in der Mitte von meinem Berufsleben müssen entscheiden, ob ich jetzt mehr auf die musikalische Seite schwenken oder ob ich mehr auf den Bereich von Organisation, von musikalischen Projekten will überschwenken. Und beides zusammen vertreibt sich nicht. Also wenn man es einigermaßen recht will machen, dann muss ich sagen, man muss sich für die eine Seite entscheiden. Und ich habe mich dann in der Mitte von meinem Berufsleben entschieden, jetzt mich mehr mit der Organisation von Musikschulinstitutionen und Musikschulprojekten zu verlegen. Und darum bin ich dann dazu gekommen, die Projekte von diesen Musical-Produktionen. Und ich will immer wieder betonen, die Idee selber, die ist von unserem Schulleiter von der Musikschule Werdenberg ausgegangen, von Florian Heb ausgegangen. Aber es hat jemanden gebraucht, der das organisatorisch, administrativ bewirtschaftet. Und das ist dann meine Aufgabe geworden, so dass ich die verschiedenen Bereiche so vernetzen konnte und wir ein wahnsinnig tolles Team hatten. Seinerseits Florian Heb und ich. Und jetzt neu habe ich so viele Helfer und Helferinnen zur Seite, dass ich muss sagen, es ist wirklich wunderbar, also das Projekt dürfen zu betreuen und durchzuführen. Peter, vorhin gesagt, schwenken. Komm, schwenken doch einmal durch zur Musik. Wir haben vorhin gehört, die Akustikgitarre. Da müssen wir doch einmal anhören. Gerne. Wir müssen da, auch noch etwas Musikalisches genau, drauf haben. Genau, da laufen wir mal durch. Ja, das brauchen und wir unbedingt. Und ich mit der Kamera ein bisschen begleiten und der Meister Büchel, auch nicht gerade das jüngste Silvester, auch schon lange dabei, der spielt uns sicher mal ein bisschen etwas vor. Und wenn du ganz nachher gehst, Peter, dann hören wir das auch. Ha? Wunderbar. Wunderbar, ha? Wenn wir jetzt hier neben dem Rolf Büchel noch ein bisschen dürfen, weiter arbeiten mit dem Interview. Gell, es macht einem schon, wenn man so etwas hört, macht es einem schon ein bisschen kribbelig, um hier reinzukommen. Genau. Ja, Musik gehört dazu. Wenn wir schon sagen, wir reden von einem Musical, dann muss Musik dabei sein. Hey, schau mal das, ha? Du konntest auch wieder einen super Darsteller verpflichten, gell? Also eben wirklich eine sehr gute Crew eben von Sängerinnen, Sängern natürlich, Darsteller. Und eine Band, gab es 9 Stück, hat er gesagt, der Rolf, gell? Rolf, was hast du gesagt? 9, aha, gell? In der Band sind wie viele, Rolf? 19, ja. 19, gell? Jawohl. Also wenn ich jetzt aufs Team schnell zu sprechen komme, wir haben auch, und das ist ja jetzt wichtiger als das, was wir vorher besprochen haben, weil für den Zuhörer, für den Zuschauer spielt sich das andere alles im Hintergrund ab. Für die schaut dann einfach die Produktion, läuft da über die Bühne rein und die wollen eine gute Produktion haben. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir so ein tolles Kunstteam haben, das jetzt die ganze Produktion umsetzt. Mit dem Regisseur und Bühnenbildner, mit dem Nico Büchel. Mit dem Autor, den hätte man eigentlich vorausnehmen müssen, weil der hat ein Stück geschrieben, mit dem Matthias Ospelt. Und mit dem musikalischen Leiter und mit dem Arrangeur, mit dem Marco Schädler, wo jetzt eine wahnsinnig tolle Umsetzung gemacht haben von dieser ganzen Sache. Und dann haben wir natürlich im Cast haben wir eine enorm gute Equipe beieinander. Darstellerinnen und Darsteller, wo wir uns riesig freuen darauf, weil sie eigentlich auch fast aus ganz Europa ja zusammenkommen und sich dort treffen. Dann haben wir auch im Bereich des Bühnenbild etwas total Spezielles. Und wir haben das Bühnenbild nur so können erstellen, weil wir auch Hilfe bekommen haben aus den verschiedensten Gegenden der Schweiz. Aber auch unser Bühnenbildner hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Das muss man suchen gehen, wenn man so etwas sehen will. Wir haben eine hochwertige Band, wo alles Berufsmusiker sind, die hier mitspielen. Wir haben die besondere Location, die wir hier innen eben Aufführungen machen. Wir haben sehr viele Firmen, die enorme Sachleistungen investiert haben, dass am Schluss sich das jetzt so präsentiert, wie es hier innen ist, samt der gesamten Einrichtung. Man muss zum Beispiel an Licht und Ton denken. Das ist unglaublich, was hier geschafft worden ist und was hier installiert worden ist und was heute jetzt in diesem Raum steht. Es ist ein, ich glaube, dass man
die Geschichte, wo ja eigentlich mit Buchs verbunden ist, an einem Originalschauplatz spielen wo der Bluttrain gestanden ist, das ist etwas völlig Einmaliges. Alles steht im Grunde noch im Programmheft drin, weil wir haben uns ja, jeder hat einen Bereich eingegeben im Programmheft und da kann man alles nachlesen da. Aber jetzt auch nicht deshalb, weil wir die Produktion machen, sondern weil ich wirklich so begeistert bin und gefesselt bin von dieser Produktion, muss ich sagen, man verpasst etwas, wenn man jetzt nicht hergeht und sagt, wenn man an diesem Originalschauplatz das Musical kann sehen kann, dann sollte man vielleicht auch mal so etwas besuchen und nicht immer nur den ganz grossen Namen anspringen, sondern sagen, aber jetzt haben wir hier mal etwas in der Region, für die Region und mit der Region produziert. Und einfach nochmal, das darf man nicht vergessen, es ist wirklich eine Welturaufführung. Matthias Ospelt hat auch das Buch geschrieben. Es ist also nicht etwas, das man einfach aus der Schublade genommen hat und jetzt hier ausspielt, sondern das spielt sich jetzt hier ab 18. Mai Premiere. Voilà, es ist wirklich eine Uraufführung. Es ist alles von uns erschaffen worden. Es ist nichts, das nachgebildet wird, wie man vielfach in diesen Musicals, die aus Land auf Land abgespielt werden, einfach etwas nachspielt, sondern es ist wirklich unsere Region, die diese Produktion hier auf diese Bühne bringt. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Schönes, wenn man so etwas darf miterleben. Da sehen wir eben den Wagen, den Peter auch erzählt hat. Ja, und Peter, aber jetzt können wir noch sagen, toi, 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 und wir bringen immer wieder mal etwas und hoffen natürlich, die Reihen sind hier gefüllt. Das ist super, Hans-Jörg. Du siehst, der Rolf Büchel wartet schon darauf, dass er endlich seine Gitarre stimmen und loslassen kann. Der David Merz, der das ganze Bühnenbild gemacht hat, ist irgendwo da hinten am Arbeiten. Der Martin Pröll will einpegeln von den verschiedenen Sachen, die er machen muss. Schön, dass wir jetzt hier mal so ein Stimmungsbild holen können in der Lacrimise Buchs vor den ersten Aufführungen.